Was zuletzt geschah. Auf der Reise durch den Krieg trafen Günther und sein Team auf einen der bekanntesten Trainer, Snens, den Schulsprecher der Trainerschule. Wie er durch seine sehr arrogante Art klarmachte, interessierte es ihn nicht, was über Günther geredet wurde. Doch für sein Ego wollte Snens auch ihn schlagen. Mit absoluter Siegessicherheit und unfassbarem Übermut forderte er ihn heraus und scheiterte kläglich. Der Kampf war vorbei, bevor er richtig begonnen hatte. Nicht einmal sein stärkstes Pokémon, Kraze, konnte etwas ausrichten. Snens schwor Rache und verschwand. Günther und sein Team reisten weiter und beteiligten sich am Krieg. Am Abend, kurz vor ihrer Abreise, sprach sie jedoch ein Endivier an. Es sollte Günther im Auftrag seines Trainers suchen und ein Treffen mitten in der Nacht vereinbaren, damit keiner lauschen würde. Günther nahm an, doch mit einer Warnung. Er würde auf alle Späße vorbereitet sein. Kapitel 19. Ein Held der Zeit. Bei Sonnenuntergang waren wir wieder in der Hütte und ich besprach meinen Plan mit den anderen. Gut, der Plan ist es, hinzugehen. Ich werde kein starkes Team mitnehmen. Nur ihr zwei kommt mit. Latias, Latios. Sollte der Kerl irgendwas Dummes versuchen, bringt ihr uns einfach schnell weg. Wieso möchtest du überhaupt dorthin? Es wird doch vermutlich eine Falle sein. Das weiß ich selber. Aber was, wenn nicht? Mir ist irgendwas an dem Endivier aufgefallen, das mir die Hoffnung gibt, einen Mitstreiter zu treffen. Ich weiß nur nicht, was genau. Latios wirkte nicht überzeugt. Ich meine, wenn du sicher bist, komme ich mit, aber ich weiß nicht, was du meinen könntest. Mir kommt das Ganze nur reichlich seltsam vor. Warum sollte er so dringend alleine mit dir reden wollen? Das gilt es herauszufinden. Und das würde ich in dieser Nacht auch tun. Als der Mond hoch am Himmel stand, brachen Latias, Latios und ich zusammen in die Stadt auf. Als wir an dem Ort ankamen, an dem ich diesen Trainer treffen sollte, war dort bereits jemand. Es war ein einzelner Trainer. Er sah sehr normal aus. Relativ wuschelige schwarze Haare, etwas jünger als ich. Zwei Pokémon standen bei ihm. Das Endivier, das ich bereits kennengelernt hatte, und ein Blitzer. Ich trat zu ihm. Bist du derjenige, der mich sehen wollte? Ich warne dich, eine falsche Bewegung und ich bin weg von hier. Der Trainer wirkte sehr ruhig. Ich sehe keinen Grund dafür. Guten Abend, mein Freund. Etwas an seiner Begrüßung wirkte sehr seltsam. Dank Latias fiel mir auf, was es war. Günther, der Junge spricht unsere Sprache. Die der Pokémon. Ich sah den Jungen perplex an. Er hatte ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Da staunst du nicht. Du bist nicht der Einzige, der die Sprache der Pokémon versteht. Deswegen wollte ich mit dir reden, weil ich dich als Einziger verstehe. Nur eine Frage. Du kannst ihre Sprache, weil du auch in ihrer Welt warst, nicht? Latios wirkte verwirrt. Du warst in unserer Welt? Das kann nicht sein. Günther ist der einzige Mensch, der je bei uns war. Dieses Mal war es der Junge, der mich interessiert ansah. Ach was, du bist also dieser Günther, über den so viele Pokémon reden? Selbst seine Pokémon wirkten überrascht. Der Günther, der aus der Legende? Das ist meine Nummer. Ja, der bin ich. Undercover, wie man vielleicht merkt. Ich will nicht, dass mich irgendjemand anderes erkennt. Klar? Logo, aber zurück zum Thema. Ich war auf jeden Fall in der Welt der Pokémon. Ich habe damals als Shinux den Zeitturm gerettet. War echt ein Abenteuer. Du warst in einer Parallelwelt. Wir waren beide etwas verwirrt, bevor Latias erklärte. In unserer Welt hat Günther den Zeitturm gerettet. Aber es gibt nicht die eine Welt der Pokémon. Es gibt mehrere. Und du warst offensichtlich nicht in der Wurzelwelt unseres Weltenbaumes. Das ergibt schon Sinn. Das kann gut sein. Na, dann freut mich, dich zu treffen, Günther. Ich hatte gehofft, dass wir uns vielleicht zusammenschließen können. Anders als die anderen Menschen verstehe ich dich. Nur ein paar Sachen müsstest du mir erklären. Ah ja, und bevor ich das Wichtigste vergesse. Mein Name ist Leon, freut mich.
Leon, der Name war mir nicht unbekannt. Und schnell realisierte ich weshalb. Gut, Leon, wir sollten den Rest an einem etwas versteckteren Ort besprechen. Dort erkläre ich dir alles und dann weißt du, wo du uns finden kannst. Außerdem glaube ich, du solltest dort jemanden treffen. Er sah mich fragend an, sagte aber nichts. Latias, Latios, bringt uns zur Hütte. Im nächsten Moment standen wir alle dort. Leon und seine Pokémon waren ebenso gut angekommen wie wir anderen. Er sah sich kurz um. Ah, ich kenne den Ort. Bei diesem kleinen Dorf versteckst du dich also? Ja, komm rein. Meine anderen Freunde warten auch schon auf uns. So betraten wir beide unsere Hütte. Ich hatte offensichtlich nicht zu viel versprochen. Trotz der Uhrzeit waren beinahe alle hellwach und warteten auf meine Rückkehr. Auch Seemops, der als einziger eingenickt war, wachte von dem Geräusch der Tür auf. Sie sahen alle etwas verwirrt in unsere Richtung. Ich merkte schon, dass auch Leon neben mir perplex auf jemanden starrte. Also Leute, darf ich euch vorstellen. Unser neuer Mitstreiter, das ist Leon. Chillast war der Erste, der sich zu Wort meldete. Leon, bist du das wirklich? Chillast, du bist hier? Ich hab dich ewig nicht mehr gesehen. Geht's dir gut, Kumpel? Die beiden hatten sich so schnell erkannt wie erwartet. Vor allem Lord Ecke und Hydropi schienen verwirrt. Leon war auch einmal in der Pokémon-Welt und beherrscht daher eure Sprache. Er war aber nicht in der Wurzelwelt. Nachdem er sich vorgestellt hatte, war mir relativ schnell klar, dass er in Schmuckstadt war. Er war damals als Shinux Chellasts Partner bei der Rettung der Zeit. Die beiden alten Freunde feierten zusammen ein Wiedersehen. Anschließend war es an der Zeit, dass auch unsere Pokémon sich vorstellten. Latias begann. Ich merkte nur nebenbei, dass das Blitzer, welches Leon begleitete, etwas misstrauisch in unsere Runde sah. Mein Name ist Latias, meines Zeichens das erste Opfer der berüchtigten dunklen Macht. Latios mein Name und ich bin Latias Bruder, viel mehr habe ich nichts zu sagen. Ein kurzer Wechsel der Fraktion. Ich bin ein Divier, Mitglied des Erkundungsteams Naturgewalt in der Gilde von Schmuckstadt. Bulbi übernahm sofort das Wort. Ihr seid Mitglieder in der Gilde von Schmuckstadt? Echt? Das waren wir? Sie wirkte sofort trauriger, in Erinnerung an Shinux. Das waren wir früher auch. Ihr wart in der Gilde? Wie heißt du denn? Also ich bin Bulbi. Ihr seid wirklich die von denen, die anderen in der Gilde uns immer erzählen? Die, die die andere Welt gerettet haben? Sie nickte nur kurz. Was ne Nummer? Und wo ist der andere? Shinux hieß er doch? Bulbi antwortete nicht. Sie sah nur traurig auf den Boden. In ihren Augen bildeten sich Tränen. Oh, das tut mir leid. Ich entschied mich, das Thema schnell zu wechseln. Wir sollten solche Dinge vielleicht später bereden und kurz unsere Vorstellungsrunde beenden. Die anderen schienen einverstanden. Jedoch wurden wir bereits beim nächsten Pokémon wieder unterbrochen. Eevee stellte sich vor. Ich bin Eevee, ich komme auch aus der anderen Welt. Ich bin mitgereist, nachdem ich damals auf eine einsame Insel geschickt wurde, weil... Sie wurde unsanft unterbrochen. Du bist das also wirklich? Ich dachte, wir wären dich damals losgeworden. Alle sahen verwirrt zu dem Blitzer. Was meinst du? Du erkennst mich nicht mehr. Ich war damals im selben Stamm wie du. Ich war bei allem dabei. Ich weiß, dass von dir nichts Gutes ausgeht. Vielleicht erinnerst du dich ja besser, wenn ich nachhelfe. Mein Name ist Spark. Und ich werde nicht mit dir zusammenarbeiten, komme was wolle. Leon schritt schnell ein, als er seinen Begleiter so reden hörte. Spark, was soll das auf einmal? Diese Pokémon sind unsere neuen Mitstreiter. Und sie sind alle Helden. Helden? Das ist nicht Lache. Dieses Evoli da drüben ist verdammt nochmal verflucht. Man kann ihr nicht trauen. Sie ist eine Verrückte. Nun schritt auch Chillast ein. Sag mal, was ist denn mit dir falsch gelaufen, du Komiker? Du bist seit weniger als 5 Minuten hier und fängst mit sowas an? Was glaubst du, wer du bist? Wenn du noch einmal so über meine Freundin redest, bekommst du es mit mir zu tun. Deine Freundin? Nach allem, was Leon mir über dich erzählt hatte, dachte ich, du wärst ein intelligentes Pokémon. Aber das hier beweist das glatte Gegenteil. Dieses Blitzer schaffte es innerhalb weniger Minuten bereits bei uns allen einen unfassbar schlechten Eindruck zu hinterlassen. Selbst seine Teampartnerin musste einschreiten. Spark, es reicht jetzt. Wir haben alle verstanden, was du denkst, aber dein Verhalten ist gerade wirklich fehl am Platz.
Der Tadel seiner Teamkollegin schien ihn fürs Erste ruhig zu stellen. Wir konnten unsere Vorstellungsrunde beenden und so zu weiteren Themen übergehen. Die Atmosphäre blieb jedoch angespannt. Eisige Blicke schossen durch den Raum. Also, erklärt mir bitte, was genau dieser Darkrai eigentlich für ein Pokémon ist. Warum taucht er auf einmal hier auf? Darkrai ist seit unfassbar vielen Jahren ein Kämpfer der Dunkelheit. Selbst in Geschichten von vor 100 Jahren zeigte er sich schon als Feind. Aber seine Hochform hat er erst vor etwas mehr als 5 Jahren, seit dem Auftauchen der dunklen Macht. Seitdem tut er wirklich alles, um die Welt zu zerstören. Das stimmt nicht wirklich. Niemand wird wirklich schlau aus ihm. Erst hat er für die dunkle Macht gekämpft. Dann hat er einem guten Freund geholfen, seine Vergangenheit wiederzufinden und die dunkle Macht so zu vernichten. Anschließend rettete er unsere zerstörte Welt, nur um jetzt die Macht der Menschen ergaunern zu wollen, um sie zu vernichten. Dank dieser Erklärung blieben wir nicht die Einzigen, die Darkrai nicht durchschauten. Bitte was? Ich kapier's nicht. Eben, das tut keiner. Das ist das große Problem. Darkrai ist absolut unberechenbar. Aber nicht in allen Aspekten. Er ist stark und vor allem unfassbar gerissen. Doch er hat seine Schwäche, seine Überheblichkeit. Er neigt dazu, mit seiner Beute zu spielen. Doch dass die Beute sich wehren kann, lässt er dabei außer Acht. Und damit können wir ihn ausspielen. Das ist gut zu wissen. Warum neigen die Bösen immer zu so etwas? Aber es ist nicht unser Schaden. Also zum Wichtigsten. Es würde uns beiden helfen, einen Verbündeten im Krieg zu haben. Und wir sind die Einzigen, die die Sprache der Pokémon verstehen. Es steht nur eine Sache im Weg. Er sah zu seinem Blitzer. Wenn zwischen unseren Teams derartige Spannungen herrschen, weiß ich nicht, wie umsetzbar eine Zusammenarbeit ist. Ich sehe hier nur wenige Optionen. Ohne überhaupt auf die Antwortmöglichkeiten zu warten, gab Spark bereits seinen Senf dazu. Ich werde nicht mit diesem Wesen zusammenarbeiten. Unter keinen Umständen. Ich glaubte jedoch nicht, dass er mit Leons Antwort rechnete. Dann gibt es nur eine Option. Diese Zusammenarbeit muss zustande kommen. Sie ist wichtig für den Krieg und ich kann meinem alten Freund helfen. Und beide Teams müssen kooperieren. Ivys Fähigkeiten sind von großem Nutzen für sämtliche Art von Kampf. Also gibt es 2 Möglichkeiten. Wir schaffen eine Zusammenarbeit unter diesen Bedingungen. Oder ich muss dich aus meinem Team entfernen, Spark. Das Blitzer schien es nicht fassen zu können. Rausschmeißen? Ist das dein Ernst? Ich dachte, wir wären Freunde und jetzt willst du mich wegen diesem Evoli rausschmeißen? Ich will nicht, aber wenn du nicht kooperierst, muss ich. Und wir sind Freunde, aber in dieser Diskussion habe ich kein Verständnis für dich. Dein Handeln ist unfair, mehr nicht. Also, entscheide dich. Du findest dich damit ab, mit Günthers Team und somit auch Ivy zusammenzuarbeiten, oder du gehst. Also... Das Blitzer wirkte schockiert und murmelte irgendwas vor sich hin. Sagte jedoch, meinetwegen, so lange wird es schon nicht dauern. Aber wenn irgendetwas schief geht, ich habe euch gewarnt. Ohne groß auf sein Pokémon einzugehen, wandte Leon sich wieder an mich. Gut, damit wäre das größte Problem schon einmal gelöst. Dann ein paar Informationen, die dir bestimmt weiterhelfen werden. In dem großen Gebäude in der Straße, in der wir uns getroffen haben, hatten sie angeblich ein Pokémon gefangen. Es war das erste Pokémon, das hier ankam und verhält sich angeblich oft sehr seltsam. Worum genau es sich handelt, ist nicht bekannt. Ich weiß auch nicht, ob es etwas ist, mit dem man in Kontakt treten will. Aber was dich vermutlich deutlich mehr interessiert, ich kenne den Standort eines Generals. Wirklich? Woher das denn? Und noch wichtiger, wo? Wenn man nicht so auffällig wie du zeigt, dass man Pokémon versteht, bekommt man so manche schöne Info von Darkrais Kämpfern mit. Er versteckt sich in einer unterirdischen Höhle, in einem Wald, nicht sonderlich weit von hier. Der Name des Generals ist Kyurem. Ich wandte mich an meine Freunde. Ihr habt's gehört. Also los, wir müssen planen. Morgen geht's zu unserem ersten General. Leon warf noch etwas ein. Lass mich auch mitkämpfen. Ich sah ihn fragend an. 2 Trainer sind besser als einer. Ich sag dir das, weil ich vermutlich allein ins Straucheln geraten würde. Ihr seid stark. Ich hab schon gehört, was ihr mit Snens angestellt habt. Also, ganz einfacher Deal. Wir kämpfen zusammen. Du bekommst das Emblem nach unserem Sieg. Bei euch ist es besser aufgehoben. Ihr kennt diesen Darkrai besser.
Schnell war es abgemacht. Wir würden zu zweit antreten. Gegen das Eisdrachen-Pokémon Kyurem war es ziemlich schwer, ein gutes Team aufzustellen, da sehr viele meiner Teampartner Probleme mit Eis hatten. Das kenne ich auch gut. Ich habe auch mehr als nur ein Pflanzen-Pokémon, aber ich habe einen Spezialisten dafür. Letztlich fiel die Entscheidung so aus, dass die beiden jungen Pflanzen-Pokémon nicht am Kampf teilnehmen würden. Chillast und Bulby setzten aus. Latias und Latios waren beide auch durch sowohl Eis- als auch Drachenattacken gefährdet, doch sie konnten ebenfalls gut austeilen. Zudem hatten sie nun einmal mehr Gesamterfahrung. Lord Ecke und Eevee würden die Joker werden. Seemops und Hydropie konnten beide die Angriffe des Feindes gut wegstecken. Die Taktik stand fest. Und am nächsten Tag würden wir einen von Darkreis-Generälen herausfordern.